Ihr habt lange nichts mehr von mir gehört. Manchmal macht es einem das Leben nicht leicht und man geht durch stürmische und turbulente Zeiten. Das Jahr 2023 war ein echtes Seuchenjahr für uns. Doch es war nie meine Art, sowas auszuschlachten. Die Lichtblicke waren dünn gesät, doch die Hoffnung stirbt nie. Nach Krankheit und Unfall habe ich monatelang hart an mir gearbeitet. Und in gewisser Weise bin ich besser und fitter geworden als je zuvor. Doch schmerzfrei für längere Zeit zu sitzen und Videos zu schneiden, bleibt mir immer noch verwirrt. Ich kann euch nicht versprechen, dass es jemals wieder so wird wie vorher. Und dennoch ist das Erlebnis draußen, auch vor eurer Tür, immer noch genauso schön wie und je. Es gibt noch so viele Abenteuer zu teilen. Der dritte, oder was? So vieles zu zeigen, das ihr noch nicht kennt. Ich sehe schon deinen YouTube-Videotitel, brandgefährlich. Touren zu allen Jahreszeiten. Ob nah oder fern. Das schaut doch nach einer interessanten Stadt da aus, oder? Hoch, tief oder weit. Mit alten Bekannten und neuen Freunden. Auf eine Endenlinie zu schließen. Gratuliere. Und neue Herausforderungen, denen es sich zu stellen gilt. Und all das sollt ihr noch zu sehen bekommen. Ja. Bis dahin möchte ich jeden einzelnen von euch meinen Dank aussprechen, der sich in den vergangenen Monaten um mich gesorgt, der an mich gedacht und mit Trost und Zuspruch gespendet, der meinem Kanal trotz allem die Treue gehalten hat. Zumal dort dieses Setup. Eure wohlmeinenden und aufmunternden Worte. Das ist ja unglaublich. Euer anhaltendes Interesse an meinen Videos. Grüßen. Waren mir nicht gleichgültig. Dankeschön. Grüß zurück. Sondern Inspiration und Anspruch. Sowie eine dringend nötige Erinnerung. Dass die unglaubliche Menge Arbeit, die in allem steckt, doch für irgendwen wichtig und wertvoll ist. Es ist Zeit für einen neuen Anfang. Eine Reise ins Ungewisse. Ich werde Dinge ändern müssen. Ja, also hier ist es umgegangen, ne? Mit der ganzen Ausrüstung. Neue Videos werden unregelmäßig erscheinen. Aber jetzt nicht besonders. Ihr werdet Geduld brauchen. Verstehe. Doch es wird weitergehen. Und es wird sich hoffentlich lohnen. Na, das hat sich doch gelohnt. Die Welt mit Einhornaugen zu sehen.